und wieder mal ein kleines Päckchen aus China. Und das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich bekomme ja jetzt nicht mehr ganz so viel. Das meiste ist jetzt so angekommen. Und kann deswegen auch sagen, ich verstehe immer viele nicht, die schreiben, dass sie ihre Ware nicht bekommen haben von AliExpress. Ich habe jetzt, ich glaube, rund 35 Sachen bestellt und bis jetzt ist auch alles angekommen. Jetzt bekomme ich, glaube ich, noch so 4, 5 Sachen und dann ist alles da. Deswegen kann ich sagen, ich habe kein Problem mit AliExpress. Alles super, es funktioniert klasse. Und deswegen werde ich jetzt mal schnell das hier öffnen. Und zwar ist das eine Schildkröte, die finde ich total niedlich. Die will ich verschenken. Deswegen möchte ich die jetzt auch nicht wirklich aufmachen. Ihr seht sie ja so ein bisschen, sie ist total süß. Und ja, ich habe eine Freundin, die mag Schildkröten und die fand ich so drollig. Ja, deswegen habe ich die gekauft. Die kleinen Glubschaugen. Ja. Das scheint mir auch wirklich gut so, die Qualität. Ja. Den Preis und den Link, wie immer, packe ich euch in die Infobox. Das war es dann auch von mir. Das war ein klein, aber fein Unboxing. Bis bald, ihr Lieben. Und da wir heute Samstag haben, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Mein Hund denkt natürlich wieder, es ist für ihn, aber diesmal nicht. Bis dann, ciao.